Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Der Clou, die PC-Version, die zweite Episode. Wir haben den ersten Einbruch erfolgreich hinter uns gebracht. Ja, dieser Kiosk war nicht die größte Herausforderung, ein bisschen Tutorial-artig, aber da habt ihr jetzt mal gesehen, wie dieses Spiel funktioniert. Und wir können uns jetzt das nächste Objekt aussuchen, wo wir einbrechen werden. Dafür rufen wir uns ein Taxi. Und im Taxi sehen wir dann immer die Objekte, die aufgelistet sind, welche wir als nächstes ausrauben könnten. Da hätten wir zum Beispiel den Postzug. Der ist schon etwas schwieriger, den sollte man nicht am Anfang machen. Old Curiosity Shop in der Kensington Church Street. Highgate Cemetery. Fragt euch vielleicht, was will man auf einem Friedhof? Auf einem Friedhof will man die Gebeine von Karl Marx finden. Die kann man dort nämlich klauen und dann teuer weiterverkaufen. Ja, und bevor ihr googelt, Karl Marx ist dort wirklich begraben. In London auf dem Highgate Cemetery. Wir könnten in die 221B Baker Street gehen, in den Regent's Park und dort einbrechen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, na, die Adresse kenne ich. Ja, ist das Sherlock Holmes Museum. Dort können wir auch einbrechen und ausrauben. Dann können wir einfach einen Tante Emma Laden auswählen in Southeast Waterloo, Seniorenheim, Maida Vale, Pink Villa im Limehouse. Ja, Pink Villa, werden wir noch hinkommen. Cars and Vans können wir nicht ausrauben. Dort können wir aber immer unsere Autos reparieren lassen, unsere Autos umspritzen lassen oder neue Autos kaufen. Und die Adressen, die kennen wir schon, die Watling Street, Holland Street und so weiter und so fort. Ich würde vorschlagen, als nächstes wählen wir den Tante Emma Laden aus. Dort gibt es, ja, viele Kleinigkeiten zu holen, keine großen Reichtümer, das auf gar keinen Fall. Aber auch relativ geringes Risiko, wenn wir dort nachts einsteigen. Deswegen würde ich sagen, fahren wir jetzt zum Tante Emma Laden, Southeast Waterloo und werden den mal über Nacht beobachten. Dort oben auf dem Dach steht der Schornsteinfeger, na, soll er mal seine Arbeit verrichten. Wir werden jetzt den Laden beobachten. 12 Uhr Mittagspause. Und haben wir wieder das Übliche, dass die Patrouillen vorbeifahren. Von 12 bis 14 Uhr Mittagspause können wir natürlich in der Zeit schon einsteigen, aber warum sollten wir es im helllichten Tageslicht tun? Machen wir nicht. Ansonsten das Übliche. Bobby macht sogar einen Routinegang, okay. Aber das ist alles tagsüber, das muss uns nicht interessieren, dass da die Patrouillen vorbeifahren, ist klar. Nachts tun das auch, aber dann müssen wir halt wieder, wie genau wie beim Kiosk, einfach die Zeit abpassen. 18 Uhr machen die zu und dann müssen wir nachts gucken, wann halt die beste Zeit sich auftut, dort einzubrechen. Das ist dann meistens zwischen zwei vollen Stunden, denke ich mal. Das ist jetzt noch relativ einfach, wenn man irgendwann mal bei der Bank of England sind, wo dann wirklich alle 2 Minuten eine Patrouille vorbeifährt und Wachmänner ihre Runden machen, dann wird es richtig kompliziert. Dann kann so eine Planungsphase auch durchaus mal gut eine Stunde dauern. Also da können wir mehrere Episoden aus einer Planungsphase machen. Gut, jetzt sind wir in der Nacht und wie ich schon sagte, meistens zur vollen Stunde kommt dann eine Patrouille vorbeigefahren. Dann warten wir nochmal ab, wann der Laden aufmacht. Ich denke mal so gegen 8, 9 Uhr morgens. Und in den Laden selber werden wir dann auch nochmal reingehen, denn dort können wir uns dann auch umgucken. Ganz unauffällig nach Alarmanlagen und in welcher Auslage was drin liegt, wo es sich also lohnt einzubrechen. 5.30 Uhr kommt schon die Besitzerung, also bis dahin sollten wir dann da gewesen sein. 6 Uhr kommt der erste Lieferant. Okay. Und dann wird es natürlich jetzt wieder am helllichten Tag. Hat das keinen Sinn, da einzubrechen. Aber irgendwann in der Nacht. Welche Uhrzeit ist dann wohl egal. Nur halt bis 5 Uhr, bis 5.30 Uhr sollten wir es hinter uns gebracht haben. Gut, das dürfte genügen von der Beobachtung her. 11 Minuten 40 Sekunden braucht die Polizei, bis sie da ist. 630 Pfund sind zu holen, das ist gar nicht mal so übel. Auffälligkeit 79%, ja gut, aber nicht mitten in der Nacht, da macht es nichts. Maximaler Geräuschpegel 47%, klar, liegt mitten in einem Wohngebiet, da sollte man dann nicht versuchen, die Außentür mit einer Schlagbohrmaschine zu öffnen. Aber das brauchen wir auch nicht, ist ja nur wahrscheinlich eine normale Holztür. Gehen wir doch am besten mal in den Laden rein, warum nicht? Dann sehen wir den Grundriss, das ist der Laden, unten links sehen wir die Tür und dann die Auslagen. Und die können wir uns jetzt auch nochmal ganz genau ansehen. Dieses Ding, was jetzt blinkt, das ist die Holztür, das ist der Eingang. Der nächste Gegenstand wäre die nächste Tür. Fenster kann man sich ansehen. Gut, wir werden nicht durchs Fenster reingehen, das ist einfach zu laut. Jetzt, wo wir noch keinen Glasschneider haben. Da haben wir den Kühlschrank. Den können wir uns mal genauer ansehen. Kühlschrank. Wissen wir leider nicht, was drin ist. Doch, wissen wir wohl, da sind Delikatessen drin im Wert von 60 Pfund. Ja, werden wir schön Hühnchen klauen. Und ein tiefgekühlter Hummer ist da auch drin für 35 Pfund. Okay. Schauen wir uns den nächsten Gegenstand an. Noch ein Kasten. Gegenstand Kasten.
Okay, da haben wir Gebrauchsartikel drin, das ist natürlich nicht so viel wert. Noch mehr Delikatessen. Ich sagte, hier gibt es eine ganze Menge zu holen, aber keine Reichtümer. Hier gibt es halt Delikatessen zu holen. Ja, auch die kann man verkaufen. Warum nicht? Alles, was Geld macht und alles, was uns Erfahrung bringt, um dann später die großen Einbrüche zu machen, hilft uns. Den Kasten schauen wir uns auch mal genauer an. Delikatessen für 110 Pfund sogar, okay. Da wir das wahrscheinlich nicht alles alleine tragen können, wird uns dann die Justin White, wenn wir sie denn wieder erwischen als Komplizin, dass wir die wieder einstellen können, damit in den Laden reingehen. Dann kann die nämlich auch ein paar Sachen ausräumen. Müssen wir nicht alles alleine schleppen. Wir können auch nicht alles alleine schleppen. Man hat nur begrenzten Möglichkeiten zu schleppen. Ich glaube, 8 oder 9 verschiedene Sachen kann man tragen. Ist klar, man kann ja nicht 20.000 Gemälde aus dem Museum zum Beispiel raustragen. Das funktioniert nicht. Deswegen braucht man da teilweise auch schon mehrere Leute. Es ist zwar immer verlockend, alleine so einen Einbruch zu machen, halt mit einem Komplizen, der draußen vor der Tür steht, um halt nicht so viel Anteil an der Beute abgeben zu müssen, aber manchmal klappt es einfach nicht. Da gibt es so viel Beute zu holen, dass man halt fleißige Hände braucht, die halt dabei helfen zu tragen. Ganz klar. Schauen wir mal in die Kasse rein, was da drin ist. 128 Pfund Gold, Geld wird es hier zu holen geben. Weiter der Kasten oben an der Ecke. Wertgegenstände sind da drin, Gebrauchsartikel. Und in dem Kasten sind was drin? Auch Gebrauchsartikel, alles nicht viel wert. Delikatessen, nicht viel wert. Ja gut, hier haben wir einen Spiegel, können wir den mitnehmen? Der beinhaltet nicht, den können wir auch nicht von der Wand abnehmen. Können wir das vergessen mit den Spiegeln? Gut, kein Problem, das war's. Das ist der Grundriss des Tante-Emma-Ladens und das sind die Sachen, die es hier zu holen gibt. Naja, damit wissen wir eigentlich gut Bescheid. Alarmanlagen gibt es keine, das könnten wir sonst hier auf dem Bild sehen und dann könnten wir auch sehen, womit die Alarmanlage verbunden ist. Wie gesagt, Objekt, welches relativ einfach ist, auch hier ohne großes Risiko, wenn nicht gerade in dem Moment, wo wir die Tür aufbrechen, eine Patrouille vorbeifahren fährt, sollte uns da nichts passieren. Wir rufen das Taxi und fahren in die Watling Street. Und dann gehen wir mal in den Walrus and Yellow Shades rein, mal mit ein paar Leuten reden. Wir können hier mal mit Eric Pooley reden. Guten Tag, Mr. Stuyvesant. Mein Name ist Pooley. Sie sehen mir nicht so aus, als ob Sie gut bei Kasse wären. Es geht mich zwar nichts an, aber falls Sie Geld brauchen und das ein oder andere wertvolle Erbstück besitzen, dann können Sie zu mir. Ich helfe Ihnen wieder auf die Beine. Und übrigens, versuchen Sie es zuerst bei mir. Ich sehe es nicht gerne, wenn meine Kunden bei diesem Frank Malloy ein- und ausgehen. Das ist der Mr. Pooley, der in der Holland Street ist, der ebenfalls für uns als Hehler funktioniert. Mit dem können wir jetzt auch reden, aber außer dass wir bei dem Sachen und Klamotten verkaufen, können wir mit dem nichts anfangen. Wir gehen ins Walrus and the Yellow Shades und dann schauen wir mal, was für Leute dort rumrennen. Da haben wir eine ganz interessante Dame, nämlich die Ludmilla Nervesaw. Ja, ist auch eine Nervensäge. Mit der reden wir jetzt mal. Mein Name ist Nervesaw. Nicht Nervesaw. Ja, wie auch immer. Aber machen Sie sich nichts draus. Hier in England kann meinen Namen sowieso fast niemand richtig aussprechen. Für jemand aus Polen ist dafür Ihr Name unaussprechlich, Mr. Stuyvesant. Wie war das noch mit England? Ein furchtbares Land, finden Sie nicht? Ein Bekannter von mir pflegte immer zu sagen, Großbritannien, 49. Bundesstaat der USA. Von Polen kann das glücklicherweise niemand behaupten. Und ausgerechnet in so ein Land fand Karl Marx seine letzte Ruhestätte. Polen? Zugegeben, in Polen gibt es nicht nur Sonnenschein, aber das Wetter ist wenigstens seit 1945 für alle gleich. Selbst ein Staatschef Bajdut oder Bierdut, wenn Sie wissen, was ich meine. Bierdut? Bierdut ist einer der größten Genossen nach Karl Marx. Er führt unsere Volksdemokratie sehr weise. Es wäre ein Traum für ihn, in unser ganzes Volk die Gebeine von Karl Marx in kommunistische Erde zu betten. Man hat mir schon von Ihnen erzählt. Ich glaube, ich kann Ihnen vertrauen. Ich biete Ihnen 2000 Pfund, wenn Sie mir die Gebeine beschaffen. Überlegen Sie es sich. Sehr gut. Damit haben wir die Dame kennengelernt. Das wird nämlich noch praktisch werden, wenn wir irgendwann mal auf dem Friedhof einbrechen und dann die Gebeine von Karl Marx klauen. Die können wir dann bei ihr verkaufen. Gibt uns dann 2000 Pfund, wie sie gerade schon sagte. Ansonsten können wir die bei Mr. Baloya loswerden für knapp 1000 Pfund. Und dann verkaufen wir sie aber lieber bei dieser guten Ludmilla. Noch jemand Interessantes da, mit dem wir reden können? Ja, einige Personen. Reden wir doch einfach mal hier mit dem Thomas Smith. Tag, Tag, das ist der Kellner. Mit dem reden wir mal. Schon Erfahrung? Servieren, kassieren. Oder was meinst du sonst mit Erfahrung? Der kann, glaube ich, gut im Schmiere stehen. Ich weiß es nicht genau. Beruf? Ich bin Kellner und Student. Okay. Sonst können wir mit dem nicht viel reden.
Schmiere stehen kann er, glaube ich, sehr gut. Ja. Noch irgendjemand Interessantes, mit dem wir reden können? Reden wir mal mit Rosie Lambert. Hallo, wie kann ich dir helfen? Erzählen Sie mir etwas über helfen. Erzählen Sie mir etwas über helfen. Naja, okay. Das sage ich immer so. Das bringt wohl meinen Beruf als Krankenschwester mit sich. Krankenschwester? Ja, das war mein Beruf, bis ich diesen wunderbaren Mann kennengelernt habe. Er war mein Patient und ein ganz süßer Kerl. Und er war es auch, der mir gezeigt hat, dass es mehr im Leben gibt. Leben? Er hatte einen aufregenden Lebenslauf, nicht immer auf der legalen Seite. Von ihm habe ich auch all mein Wissen über Safes. Sehr schön. Schon Erfahrung? Ich beschäftige mich gerne mit Rätseln. Safes und Schlösser sind große Rätsel. Gut zu wissen, falls wir mal jemanden brauchen, der Safes knacken kann. Dann haben wir hier schon die erste Bekanntschaft gemacht. Aber eigentlich wollte ich in den Walrus in Yellow Shades gehen, um wieder mit Justin White zu sprechen. Aber die ist gerade nicht da. Deswegen gehen wir und fahren in den Fatman's Pub in der Holland Street, in der Hoffnung, dass Justin White sich dort rumtreibt. Frankman Lawyer, den brauchen wir nicht. Wir brauchen den Fatman's Pub. Und reden dort mit Justin White. Ja, die treibt sich wohl immer in der Kneipe rum, aber das macht nichts. Wir brauchen sie wieder. Ist das Stuyvesant? Freut mich, sie wiederzusehen. Sehr schön. Und dann fragen wir sie nach einem Job. Das letzte Mal wollte sie 47% haben. Diesmal möchte sie 37% haben. Sehr schön. Wird schon weniger. Das hatte ich ja schon in der letzten Episode gesagt. Je häufiger man mit den Leuten zusammenarbeitet, desto weniger Prozent möchten sie haben. Gut. Dann begeben wir uns an die Planung, wie wir den Tante-Emma-Laden ausnehmen. Das machen wir wieder in unserer Hauptzentrale in unserem Hotelzimmer. Wir planen den Tante-Emma-Laden. Das Auto bleibt gleich, der Fiat zugelassen für zwei Personen. Als Komplizien stellen wir natürlich wieder die Justin White ein. Und wir sehen auch, unser Schlösserwert hat sich erhöht. Der war, glaube ich, letztes Mal bei 17%, ist jetzt bei 23%. Je öfter man halt Sachen aufknackt, umso größer werden die Werte. Das meinte ich mit Rollenspielelementen ganz am Anfang des Let's Plays. Hier kann man seine Charaktere dementsprechend auch verbessern. So, Justin White als Komplizin, die stellen wir auch direkt als Fahrerin ein. Wie gesagt, wir selber könnten leider nicht fahren. Unsere Anzahl ist 63% und dann arbeiten wir den Plan jetzt mal aus. Hier sehen wir da den Gebäudegrundschnitt von oben. Und unser Matt Stuyvesant geht dann direkt Richtung Tür, benutzt dort wieder sein Brecheisen und geht dann rein. So, bei ungefähr 30 Sekunden können wir jetzt mal rüberspringen zu Justin White. Die wartet mal 30 Sekunden. Das können wir einstellen. Und dann springt der Plan 30 Sekunden weiter an die Stelle, wo Matt Stuyvesant schon im Laden drin ist. Dann gehen wir mit Justin White in den Laden. Halt, mal rückgängig machen. Jetzt habe ich mich verdrückt. Muss ich nochmal auf Warten gehen. Warten für eine gewisse Zeit, 30 Sekunden. Ja, komm. Fertig. Und dann geht die Justin White mal los. Durch die Tür. Und macht die Tür bitte hinter sich zu. Das gibt uns mehr Zeit. Nur für den Fall, dass sich jetzt irgendjemand hier rumtreibt, irgendein Wachdienst, ein Bobby und eine Patrouille vorbeifährt. Ist natürlich auffällig, wenn da mitten in der Nacht, um 3 Uhr nachts, wenn wir dort sind, dort die Tür offen steht von Tante Emma Laden. Deswegen reingehen, Tür zumachen, ist nicht ganz so auffällig. Wir wechseln wieder zum Matt rüber. So, der wird nämlich jetzt hier oben hingehen und den Raum ausräumen. Wie gesagt, hier gibt es nicht viel zu holen, aber alles, was Geld bringt, nehmen wir mit. Knacken wir da die Holztür mit unserem Brecheisen. Und öffnen dann hier den Kühlschrank. Den brauchen wir nicht aufbrechen, der ist nicht abgeschlossen. Und nehmen die Delikatessen. Und den Hummer. Lecker. Gehen wir zum nächsten Schrank. Den müssen wir, glaube ich, wieder aufbrechen mit unserem Brecheisen. Jawohl. Öffnen den. Er ist bereits offen. Gut. Und nehmen unsere Beute, Gebrauchsartikel für 10 Pfund. Naja, das ist nicht so toll. Aber wie gesagt, alles mitnehmen. Und gehen wir zum nächsten Schrank. Auch hier können wir die Schränke wieder zumachen, aber das ist mir jetzt alles zu anstrengend. So, und nehmen dann die Delikatessen. So, bis dahin brauchen wir 1 Minute 56 Sekunden. Ich wechsle mal wieder die Person, gehe zu Justin White, die kann nämlich jetzt auch was tun. Zuallererst möchte sie bitte dann mal hier
ebenfalls das Brecheisen auf die Kasse benutzen und nimmt sich dann das Geld, was drin ist. 128 Pfund, genau. Das finde ich ganz schön leichtsinnig übrigens, das Geld einfach so in der Kasse drin zu lassen über Nacht. Dann benutzen wir ebenfalls auf diesen Ausstellungskasten das Brecheisen und nehmen die Delikatessen. Gehen weiter zu dem Schrank. Es könnte gut hinkommen, dass beide gleichzeitig fertig werden. Und benutzen auch hier das Brecheisen. Und nehmen Gebrauchsartikel für 30 Pfund und nehmen die Delikatessen für 40 Pfund. Los zum letzten Schrank. Und den öffnen wir natürlich auch wieder, ganz geschickt mit unserem Brecheisen. Und nehmen die Gebrauchsartikel, die drin sind. Sehr schön. Damit ist alles ausgeräumt hier in dem Hauptraum. Gehen hier runter. Kann ich jetzt die Tür öffnen? Das funktioniert nicht. Da muss ich nochmal kurz zurückspulen. So. Und dann kann sie um 2.30 Uhr die Tür öffnen. Nach 2 Minuten 30 öffnet sie die Tür. Nach 2 Minuten 33 ist die Tür offen. Gut, das merken wir uns. 2 Minuten 33. Wechseln zu Matt. Und der bewegt sich dann Richtung Ausgang. Ja, das kommt sogar zeitlich gut hin. Da muss er nicht viel warten. Und? Ne, da muss er wirklich nicht viel warten. Das passt perfekt. Wir wechseln wieder zu Justin. Beide kommen gleichzeitig aus dem Laden raus, praktisch. Justin geht zum Auto und ist nach 2 Minuten 41 am Auto. Wir wechseln nochmal zu Matt. Und der geht auch weiter. Beide stehen sich nicht im Weg. Das kann auch passieren, dass beide auf der gleichen Stelle stehen. Und dann wissen sie während des Einbruchs nicht, wie es weitergeht, weil sie beide im Weg stehen. Das passiert uns hier aber nicht. Nach 2 Minuten 44 sind beide am Auto. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Den Plan bewahren wir natürlich auf. Speichern wir. Und dann sehen wir uns den Plan jetzt mal an. Mal sehen, ob er klappt. Plan abspielen. Erst geht Matt, öffnet die Tür. Dann kommt die Justin hinterher, schließt die Tür. Ja, wir können auch die Person wechseln, wir können zu Justin wechseln, können den Plan abspielen, während sie die Kasse öffnet. Den Ausstellungskasten können wir auch Matt gleichzeitig beobachten, der oben die Schränke aufmacht. Beide werden praktisch gleichzeitig fertig, sie öffnet wieder die Tür, geht raus, beide zum Auto, fertig. Das hört sich gut an, das klingt nach einem Plan. Gut, gehen wir mal für kleine Jungs und schauen, wie viel Uhr wir haben. Wir haben 19.18 Uhr. Ich werde einmal kurz speichern, nur für den Fall, dass wir doch erwischt werden. Und dann geht's weiter. Wir warten bis, ich würde wieder sagen, 3.18 Uhr nachts. So, und dann werden wir den Plan jetzt in die Tat umsetzen. Einbruch starten. Daumen drücken, dass alles gut geht. 2 Minuten 41, Tante Emma Laden, Plan 1. Okay. Läuft alles. Gehen wir mal zu Justin rüber, beobachten die. Ja, das läuft alles. Wie geschnitten Brot funktioniert das. Ha! Rum! Und auch kein Polizeiauto in der Sicht. In der Nähe, wir hauen ab mit unserem kleinen grünen Auto. Und auch der Einbruch hat geklappt. Natürlich kommt jetzt wieder die Polizei. Wie erwartet hatte die Polizei nichts bemerkt und wir konnten unerkannt entkommen. Wie gesagt, da kommt jetzt wieder die Polizei und sammelt Spuren. Aber ich glaube nicht, dass sie uns noch auf die Schliche kommt oder jetzt schon auf die Schliche kommt. Uns wurde ein Einbruch gemeldet, Sir. Das ist übrigens Inspektor Gludo, wenn er nicht verkleidet ist. Und das ist der Polizeichef, da komme ich jetzt gerade nicht auf den Namen, Stanford oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Ja, hier hat jemand gearbeitet, wir haben wieder Spuren hinterlassen. Ist ja in Ordnung. Wir haben einiges in den Akten gefunden, nicht wirklich, also du kannst uns noch nichts nachweisen. Noch nicht. Justin White hat natürlich auch Spuren hinterlassen. Ist ja auch nicht gerade ihr Arbeitsgebiet, Sachen aufzuknacken. Da haben wir Spuren beim Gehen hinterlassen. Irgendwann können wir auch im Werkzeugladen Schuhe kaufen. Und vor allem, wenn wir die Tricher kaufen können, damit hinterlassen wir dann noch weniger Spuren, als wenn wir natürlich das Brecheisen benutzen. Ist ja klar. Naja, ja, Spuren hinterlassen beim Arbeiten, beim Gehen, beim Rumstehen haben wir Spuren hinterlassen. Aber das reicht noch nicht für einen Haftbefehl. Die werden uns jetzt noch nicht auf die Schliche kommen. Das Ding lief ja eigentlich ganz gut. Vor Selbstvertrauen stotzen schalte ich das Radio ein, um das neueste Lied von Bill Haley zu hören.
Doch musste ich überrascht feststellen, dass die Nachrichtensondersendung gebracht wurde. Eine Gruppe von Männern hatte in der Nacht versucht, die Kronjuwelen aus dem Tower of London zu stehlen. Beinahe hätten sie es auch geschafft, doch die Silberlackierung mit dem blauen Fisch des Fluchtwagens erwies sich als verhängnisvoll, da er einen Augenzeugen des Einbruchs sofort auffiel und die Polizei in der darauffolgenden Fahndung Teilerfolge erzielen konnte. Einer der Gangster, Machine Gun Eddie, wurde kurz darauf beim Betreten des Fatmans Pub geschnappt. Von seinen Komplizen fehlt im Moment noch jedoch jede Spur. Weitere Verhaftungen stünden nach Polizeipräsenz Miles Chicken Wing, so heißt er also, kurz bevor. Als ich das hörte, erinnerte mich sofort an Briggs letzte Worte. Deckname Bluefish. Mein Schock wird wohl jeder verstehen. Kaum in London und schon Kontakte zu einem gesuchten Schwerverbrecher. Die Frage war, ob Briggs, falls sie ihn schnappten, auch mich verraten würde. Als ich mich etwas beruhigt hatte, die Hits von Bill Haley trugen wesentlich dazu bei, entschloss ich mich, wie üblich weiterzumachen, da ich auf diese Sache keinen Einfluss hatte. Wenn Gludo zu mir käme, um mich zu verhaften, hätte ich noch die Möglichkeit, darauf zu reagieren. C'est la vie. Das war der zweite Bruch und in der nächsten Episode machen wir dann damit weiter, dass wir das ganze Zeug verhökern, um an Kohle zu kommen, und dann planen wir den dritten Einbruch. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye bye.